Wie Sie sehen, ist der Kopf des weißen Mannes doch beträchtlich größer als dieser hier. Der Kopf eines San, auch Buschmann genannt. Vertreter dieser primitiven Stämme sind zu Gast für die Völkerschau des Kaisers hier bei uns in Berlin. Jeder Student bekommt ein eigenes Exemplar zur Erforschung. Keine Angst, es tut nicht weh. Ich war das erste Mal direkt nach der Unabhängigkeit Namibias Anfang der 90er in Namibia und habe mich gewundert, dass ich gar nichts über die deutsche Kolonialzeit wusste. Und wenn man da aber rumreist, heißen die Straßen Bismarckstraße und Kaiserapotheke und so. Und das ist eben irritierend. Und dann habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt und mehr darüber gelesen und habe das aber auch für viele Jahre nicht darüber nachgedacht, darüber einen Film zu machen. Frau Kambasembi zeigt erstaunliche geistige Fähigkeiten. Und ich behaupte, dass ihr ein höherer Bildungsgrad nur durch äußere Umstände versagt blieb, nicht durch genetische Veranlagung. Die Deutschen sind sich nicht so richtig bewusst über ihre Gräueltaten zur Kolonialzeit. Das hat natürlich damit zu tun, dass seit 1919 Deutschland keine Kolonien mehr hatte und dass die Zeit nach dem Dritten Reich eben die Aufarbeitung des Grauens in der Zeit sozusagen im Fokus stand. Und als dann die großen Freiheitskriege, Freiheitskämpfe auf der Welt stattfanden, wie der Vietnamkrieg oder Algerienkrieg oder so, waren die Deutschen so der Meinung, dass sie mit diesen Themen ja nicht so viel zu tun haben. Girlie Shalinja-Sama und Leonard Scheicher sind die vorzüglichen Protagonisten des Films. Die Zeitungen schreiben, dass ihr eine Audienz beim Kaiser hattet. Ist das wirklich wahr? Ja. Und wie war er? Der Kaiser hat Angst. Wie kommst du denn darauf? Konnte man sehen. Der Kaiser hat keine Angst. Vor wem denn? Vor nichts und niemanden. Freddy sagt zum Kaiser, die Herero und Nama erwarten eine Versicherung, dass seine Majestät den Frieden mit uns halten will. Eine Antwort hat ihr Kaiser uns aber nicht gegeben. So sprecht ihr mit dem Kaiser? Friedrichs Vater ist ein König. Was für ein König? Samuel Maharero, Anführer der Herero. Er hat uns zu Kaiser Wilhelm geschickt. Droht denn ein Krieg bei euch? Ihr nehmt unser Land weg. So dürft ihr aber trotzdem nicht mit dem Kaiser sprechen. Warum nicht? Aus Respekt. Was ist Respekt? Etwas, was ihr offensichtlich nicht habt. Also Girlie kam zu dem Projekt durch Zufall. Sie hatte ein Castingband gemacht. Wir haben vor Ort viele Schauspieler gecastet. Und das war das erste Band, das ich gesehen habe. Und mir war nicht bewusst, dass sie so eine... Also ich wusste nicht, ich war nicht vorbereitet darauf, so eine tolle Schauspielerin zu finden. Und ich habe sie dann kennengelernt. Und zu der Zeit lief ein Film im Kino in Windhoek, in dem sie die Hauptrolle spielte, den sie auch mitproduziert hat. The White Line, für den sie auch viele Preise gewonnen hat. Und da konnte man sehen, dass sie eine fantastische Schauspielerin ist. Die Rolle, für die sie eigentlich gecastet war, war ganz klein. Und ich habe dann, weil ich sie so toll fand, auch ihre Rolle viel größer geschrieben. Auch mit ihrem Feedback zu der Figur. Ich möchte eine Expedition aussenden, die materielle Zeugnisse der Stämme für unser Völkerkundemuseum sammelt. Innerhalb der deutschen Grenzen wird jeder Herero mit und ohne Gewehr erschossen. Kennen Sie diese Frau? Lebt sie? Die Missionare waren die Ersten. Dann kamen die Händler, die ja sozusagen die Politik in Deutschland ein bisschen vor sich hertrieben. Bismarck wollte keine Kolonien. Hat dann auf Druck der, vor allem der Kaufleute, auch stark aus Hamburg, tatsächlich dann eine Kehrtwende gemacht. Hat in der Kongo-Konferenz 1884-85 dann doch an dieser Kolonialpolitik teilgenommen. Und die Wissenschaftler, die zu der Zeit sozusagen, worum es ja eigentlich geht, auch Rassentheorien diskutieren und damit quasi einen Rassismus auch legitimierten, der natürlich half, dass die Europäer in der ganzen Welt andere Kulturen unterdrückten, die kamen quasi dann, die liefen so parallel. Also es sind verschiedene Ereignisse, die natürlich den Kolonialismus da
beflügelt haben. Das komfortable Dasein in Deutsch-Südwestafrika. Ein Ethnologe, der ausgehend von wissenschaftlichem Ethos zunehmend und scheinbar im Interesse seiner Wissenschaft ins Geflecht der kolonialen Korruption gerät. Wie lange bleiben Sie? Nur kurz. Ich habe Sprachen aufgenommen. Mit einem Phonographen. Sprachen sammeln. Das klingt angenehm. Durchaus, durchaus. War eine herrliche Reise. Schön. Aber jetzt sprechen wir doch mal über Ihre Expedition. Haben Sie meine Messungen veröffentlicht? Nein. Wie? Die Köpfe der Herero sind nicht kleiner als unsere. Ihre Zahlen stimmen. Aber wenn wir jetzt veröffentlichen, hat das katastrophale Folgen. Für wen? Für mich. Ich verliere Amt und Würden. Ich verstehe das nicht. Schauen Sie, die Schädelvermessungen sind doch nicht bloß eine Spielwiese für Akademiker. Unsere Schlussfolgerungen werden in der Massenpresse zitiert. Und Sie können sicher sein, dass in dieser Situation die Dürftigkeit unserer Ausgangslage sehr genau geprüft hat. Also die wichtigste Herausforderung, der man sich mal stellen muss, ist die Frage, was hat ein historischer Film mit unserer Gegenwart zu tun? Ist diese Geschichte heute relevant? Und das ist in diesem Fall, finde ich, darüber gelöst, dass der Film sich eben im Kern um diese Human Remains, also um die Schädel, die tatsächlich tausendfach aus kolonialen Kontexten nach Europa gebracht wurden, zu Zwecke dieser pseudowissenschaftlichen Rassetheorien und Schädelvermessung, dass die eben immer noch in Deutschland lagern und noch nicht restituiert wurden, was irgendwie ja unbegreiflich ist, warum wir die immer noch haben. Da muss ich natürlich mit ehemaligen Kolonialgebieten über solche Gräueltaten erstmal auseinandersetzen, bevor man wieder richtig miteinander reden kann und sich begegnen kann. Kleiner Fischzug fürs Völkerkundemuseum. Zahlen die eigentlich anständig? Ich erforsche diese Kulturen. Ach so. Das ist natürlich was anderes. Ich dachte schon, sie wären nur ein Dieb. Das war schon wohl mit ihrem Fischzug in Hereroland, hm? Wir könnten natürlich auch unseren Streit vergessen und uns zusammentun. Ich biete den Schutz und wir teilen. 50-50. Denken Sie drüber nach. Von Anfang an war es dem Produzenten Thomas Kufus und mir sehr wichtig, dass wir nicht einfach nur Namibia als Drehort benutzen, sondern dass wir wirklich ein Team bilden, das aus Deutschen und Namibiern gemeinsam besteht. Und dass wir, das ging auch super. Ja, und dann haben wir eigentlich alles rund um Swakopmund gedreht, aber auch am Waterberg, wo tatsächlich die entscheidende erste Angriffsschlacht der Deutschen gegen die Herero stattgefunden hat. Und der ganze Film ist bis auf 4 Tage in Namibia gedreht. Herr Oberleutnant, es sind nur Frauen und Kinder. Die wollen wahrscheinlich Wasser. Ja, scheint so. Das ist aber ein schönes Glas. Das ist wirklich sehr schön. Deutschland war bei der Neuaufteilung der Welt in einträgliche Kolonien zu spät gekommen und machte sich Ende des 19. Jahrhunderts umso vehementer mit Rassismus, Ausplünderung und Völkermord über die noch verfügbaren Areale her. Der Slogan vom sauberen Kolonialismus der Deutschen erwies sich nachträglich als nützliche Lüge. Was sagen Sie? Wir sind nur Frauen und Kinder. Herr Oberleutnant, diese Entscheidung obliegt Ihnen ganz allein. Was wirklich anstrengend ist, ist, dass natürlich der Film von einem verdrängten Trauma erzählt und das auf beiden Seiten einfach sozusagen verdeckte Wunden aufreißt. Und das macht quasi jeden Drehtag kompliziert. Kann man sich ja vorstellen, man muss dann eben Gewalt von weißen Soldaten, Komparsen gegen schwarze Menschen nachinszenieren. Das bedeutet eben, dass das auch einfach
eine gewisse Sensibilität erfordert, damit man da nicht wieder retraumatisiert. Wir sind hier vollkommen vom Nachschub abgeschnitten. Und wenn die Krieger der Herero uns angreifen, brauchen wir jede Patrone. Hat überhaupt keinen Sinn, Munition für ihre Weiber und Bälge zu verschwenden. Ja, macht überhaupt keinen Sinn. Und wir haben ja auch mehr als genug Wasser hier an der Quelle. Nach wie vor tragen Straßen und Plätze in Deutschland die Namen solcher Kolonialheroen. Ja, wie Sie sagten, Herr Oberleutnant, es macht überhaupt keinen Sinn, Ihre Munition zu vergeuden. Genau. Leutnant, Bajonette aufpflanzen. Auf 10 Meter machen wir den Ausfall und stechen Sie ab. Bajonett, pflanzt auf! Ausfall auf 10 Meter und seid nicht zimperlich, Jungs! General von Trotas Befehl ist eindeutig! Wir machen keine Gefangenen! Bitte Sie! Das hier ist der Feind! Und wir werden ihn vernichten! Bitte Sie, Herr Oberleutnant! Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie erschießen einen Kaffer. Hm? Vielleicht verstehen dann die anderen die Botschaft und ziehen ab.